Hallo und herzlich willkommen in meinem kleinen Paradies in Farm Together. Ja, wir sind wieder auf der Farm und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, hat sich so einiges getan. Wir sind auf der Community Farm und zwar hier im Eingangsbereich, wo jeder ankommt. Es ist noch nicht perfekt, aber es wird so langsam. Mein Ziel ist, dass ich hier jeweils 8 von diesen Gasstationen, also von diesen Tankstellen hinstellen werde, damit zumindest für den Anfang schon mal genug da ist, wenn die Leute hier frisch draufkommen. Des Weiteren wollte ich wahrscheinlich hier, weil ich nicht wirklich weiß, was ich sonst hier machen soll, hier auch noch sowas in der Richtung machen wie Tankstellen, dass ich da vielleicht noch so 2 bis 4 vielleicht mehr mache in jede Richtung. Da muss ich mal schauen, weil hier nämlich auch die Blumen sind und dementsprechend ja halt viel Benzin gebraucht wird. Wir schauen uns die Farm schon mal auf der Karte an. Es hat sich einiges getan, wie ihr sehen könnt, wirklich einiges. Und zwar ist das jetzt hier aktuell schon mal der Anfang vom Eingangsbereich. Hier hinten, da werde ich mal eben hinswitchen, habe ich jetzt ganz viele von diesen, wie heißen die, von diesen Käsereien hingestellt. Da kommt auch noch eine zweite Gasstation hin. Ich lese immer Gasstationen, also die Tankstellen. So, da kommt noch eine zweite Tankstelle hin. Wie ihr seht, soweit das Auge reicht, sind hier auch die Tierfelder schon mal angelegt. Könnt ihr hier in der Übersicht auch sehr schön sehen. Die habe ich soweit alle durchgezogen. Teilweise wird das ja alles automatisch abgeerntet von den Helfern, allerdings nur den Teil hier in der Mitte. Also der Rest kann natürlich immer noch abgeerntet werden von den Leuten, die bei mir auf die Farm kommen. Oder wenn ich mal, wie hier jetzt zum Beispiel mit der Ziege ist es, glaube ich, etwas brauche, dann kann ich den Rest natürlich selber abernten, damit es schneller geht. Die beiden Bereiche hier, beziehungsweise eigentlich sind es 3 Bereiche, hier der Bereich auch noch, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Die werden aber auf jeden Fall als einer der nächsten Bereiche kommen, damit ich dann dementsprechend von den Tieren auch mehr habe. Also ich denke mal, dass ich als erstes den Bereich hier unten machen werde, weil ich nämlich von den Tieren, die hier sind, noch am wenigsten habe. Ja, Käsereien, genau, ich vergesse immer, wie die Dinge heißen. Käsereien, so weit wie das Auge reicht. Naja, okay, nicht ganz so weit. Hier sollen nochmal 2 Tankstellen rein. Die sollen übrigens im Laufe der Zeit regelmäßig überall dazwischen gestellt werden. Ansonsten könnt ihr hier schön sehen, die Blumen habe ich nochmal, ja, bis zum Ende hin gänzlich aufgefüllt. Die waren ja vorher nicht ganz so voll. Ich glaube, da hinten die waren voll und hier vorne die, ja, mangels Geld eben nicht ganz so sehr. Ich bin jetzt, ja, gut eine halbe, dreiviertel Stunde am Spielen, beziehungsweise habe die Farm jetzt an und habe jetzt nochmal gut 5-6 Millionen dazu bekommen in der Zeit. Also es ist schon, es läuft, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gut, hier der Rest wird natürlich noch, das ist jeweils ein Streifen von den Blumen, die werden dann noch hinzugefügt, wenn hier vorne das alles soweit ausgebaut ist. Ich schaue mal eben nach, nee, meine Gebäras sind immer noch nicht fertig, da kriege ich jetzt schon wieder die Krise. Aber in knapp 1,5 Stunden sind sie endlich fertig. Da muss ich dann mal ein paar von den Medaillen sparen, weil ich die nämlich dann in einen Streifen hier komplett noch zu Ende machen möchte. Nur ich wollte jetzt nicht, ja, Gerberas bauen und sind die oberen sind dann jetzt in 1,5 Stunden fertig, die unteren sind dann in 6 Tagen fertig und das ist halt alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kuddelmuddel immer, finde ich. Diese Erweiterung hier habe ich gestern erst gemacht, also das erweitert. Deswegen muss ich hier definitiv noch die Blumen erweitern. Ich wollte das allerdings hier auch machen, wie bei den Gerberas, immer nur, wenn die erntefähig sind. Das heißt, auf den Lavendel muss ich noch etwas über 3 Stunden warten. Und dann kann ich den auch pflanzen. Und ansonsten die anderen beiden, die werde ich dann gleich offline nochmal pflanzen. Wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall weit und breit sehr viele Blumen. Da hinten die Strauße sind es, glaube ich. Ja, die Strauße, die werden noch folgen. Und die zweiten Alpakas werden noch folgen. Die mache ich dann immer mal so ein bisschen, wenn ich mehr Geld habe, dann ziehe ich die durch. Bis hier übrigens, weil, wie man hier auf der Karte jetzt nicht erkennen kann, weil ich da jetzt gerade mitten im Weg stehe. Ich gehe mal ein Stückchen weiter.
Da ist dieser Streifen und den wollte ich halt, die sollten halt alle gleich hoch sein. Ja, und dann wollte ich mir hier noch was einfallen lassen. Also hier kommt auf jeden Fall noch eine Straße hin, die da noch bis hinten durchführt. Und dann habe ich hier so drei Sachen frei. Dann muss ich mal gucken, entweder stelle ich da noch irgendwas. Naja, die Käsereien glaube ich jetzt eher nicht. Ich weiß gar nicht, wie es heißen, die Fruchtpressen, die habe ich hier schon mal angefangen. Die werde ich auch bis unten durchziehen, also bis da, wo die Tiere im Endeffekt sind. Ich muss mal schauen. Ich denke mal, ich werde sie ungefähr, je nachdem, wie lang das geht, bis hier durchziehen, dass das Ganze dann ja anklickbar ist. Ich muss mal ein bisschen ausprobieren. Also es ist ja mal so die Frage, es lohnt sich ja eigentlich nur, so viele hinzustellen, dass man einen Durchlauf von 5 Minuten hat, ja, wo man halt da durchläuft. Ganz so viele wollte ich nicht hinstellen, weil 5 Minuten sind, glaube ich, ein bisschen viel. Ach so, ich sehe übrigens gerade, dass ich die Häschen jetzt hier auch hinstellen kann. Weil die hatte ich jetzt zwecks Platzmangel anders hingestellt. Ja, mit den Osterhasen ist ein bisschen schade. Die werden auch nicht ganz so schnell hochkommen, wobei die jetzt schon auf Level 15 sind. Das ist schon ziemlich gut. Weil der Helfer hier kann nämlich nur bis hierhin abernten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor ich jetzt hier links die hinsetze, so hatte ich die als erstes, also dass ich den Streifen hier unten hatte. Aber dann war immer ein Streifen, der nicht gemacht wird. Und dann habe ich mir gedacht, das ist auch wieder Blödsinn. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt den Streifen nach oben, weil ja, die anderen Sachen erntet man ja sowieso mit der Zeit ab. Warum dann nicht auch die? Und so werden sie zumindest noch ein bisschen mitgeerntet. Das gleiche habe ich dann hier mit den Pferden auch vor. Ich habe hier einen Streifen Arkane-Pferde, einen Streifen Frostpferde, einen Streifen flammende Pferde und einen Streifen mit den Einhörnern. Da hinten stehen zwar auch noch welche. Aber die hatte ich jetzt zuerst daneben gestellt, habe dann festgestellt, ja, eigentlich ist das Blödsinn. Ich komme so mit den Pferden perfekt aus, wenn ich die alle im Streifen mache. Sie werden halt dann auch nicht so gelevelt, ne? Das ist das gleiche wie mit den Häschen, wobei die Häschen scheinbar ein bisschen schneller leveln. Aber gut, ich meine, sie werden halt nebenbei gelevelt und das ist ja die Hauptsache. Das ist ja das, worum es mir im Endeffekt ging. Und das sind ja auch Eventtiere. Dementsprechend braucht man sie im Endeffekt nur wegen den Edelsteinen. Und ich möchte irgendwann natürlich alles auf 250 haben, also auf Max-Level auch von den Tieren. Und da ist es schon ganz gut, wenn sie automatisch mitgelevelt werden. Ansonsten, ja, ist es nicht so wichtig. Ja, wie ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen angefangen im Eingangsbereich zu dekorieren. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte mir die Edelsteine sparen. Ich hätte jetzt auch schon locker mindestens eine Erweiterung gehabt. Hätte ich mich jetzt nicht darum gekümmert, hier die ganze Deko reinzumachen. Aber ja, ich wollte halt auch ein bisschen wissen, wie das von der Größe ist, ob das passt, ob das nicht passt. Die ganzen einzelnen Felder werden, wie ich das auch auf der Hauptfarm gemacht habe, eingezäunt. Das heißt, hier habe ich das jetzt extra auf der Seite offen gelassen, weil hier noch ein Zaun von außen hinkommt. Also da kommt wahrscheinlich dann hier so diesen Streifen entlang, kommen dann die anderen beiden Farben und die werden dann hier auf der Seite rumgehen. Komplett so, dass dieser Zirkusbereich eingezäunt ist. Dann wird hier dieser Bereich also dieser japanische Bereich, der wird nochmal mit diesen japanischen Zaunen eingezäunt. Das ist so ein roter. Den finde ich sehr, sehr schön. Dann sind wir jetzt hier leider auf der Rückseite. Hier, das ist noch nicht ganz fertig. Also das Haus bin ich noch am Bauen, das spanische Haus. Und ich bin gerade am Überlegen. Ja, das habe ich heute gemacht. Das heißt, zweimal muss ich das noch bauen. Und da muss ich zugeben, fehlt mir so ein bisschen die Idee zur Dekoration, weil wir nicht allzu viel haben. Ja, was so ein bisschen spanisch aussieht. Moment, ich hätte noch eine Sache, glaube ich. Nee, das ist die römische Feuerstelle. Die hatte ich jetzt gerade im Kopf. Also hier diese Sache mit dem schiefen Turm und mit der Gondel, die möchte ich später in dem anderen Haus haben, dieses Venezuela-Haus. Und ansonsten, ja, muss ich ehrlich sagen, ich finde da jetzt so auf Anhieb nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt unheimlich romantisch oder das würde jetzt gut zu diesem Venezuela-Haus passen. Ja,
Ich meine, ihr seht es ja, da ist jetzt nicht wirklich was drin. Ihr seht aber, dass noch viele andere Bereiche drin sind. Also einen Badebereich werde ich auf jeden Fall noch einrichten. Ich werde einen Campingbereich noch einrichten, was ich oben hatte. Ich werde so einen Weihnachtsbereich noch einrichten. Ja gut, das gehört jetzt zum Badebereich. Die drei Bereiche werde ich auf jeden Fall einrichten. Das gehört auch noch zum Strand. Und ein Fußballstadion. Genau, ein Fußballstadion werde ich noch einrichten. Da kommt dann natürlich auch ein Fußball hin. Da muss ich mal gucken, wie ich da am besten Platz habe. Die Tore kommen dann da rein und so weiter. Und ja, das sind, glaube ich, so die Themen. Ein Springbrunnen könnte vielleicht ganz gut aussehen hier. Eigentlich gehört der ja nicht hier hin. Mache ich den hier oder mache ich den ein bisschen nach vorne? Ich würde sagen, ich mache den hier. So, aber dann gehen mir schon die Deko-Ideen für dieses Haus ehrlich gesagt wieder aus. Dann habe ich, ach so, hier vorne, das hätte ich jetzt fast noch vergessen. Dann habe ich hier vorne den Luxusbereich sozusagen. Also die, ich weiß gar nicht, das moderne Haus, so heißt es. Ich sage immer Luxusvilla. Mit einem eigenen, und das finde ich besonders geil, einen eigenen Whirlpool. Bei dem wir uns dann vollends entspannen können. Direkt neben dem Lagerhaus oder Bohrstelle. Aber Hauptsache, wir können uns vollends entspannen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die finde ich unheimlich wichtig irgendwo und unheimlich schön. Dann hier die japanische Seite. Das hatte ich euch eben ja schon so ein bisschen gezeigt. Das sind Meditationsmatten. Wo übrigens auch eine schöne Animation ist hier. Also das finde ich schon ganz cool gemacht. Könnt es, wenn ihr mal auf die Farm kommt, einfach mal ausprobieren, ob ihr irgendwo was machen könnt. Hinten hier bei dem Zirkus, da kann man ganz viel machen. Da kann man im Riesenrad fahren und im Karussell fahren und alles. Also das finde ich unheimlich cool gemacht vom Spiel selber. Ja, dann hier habe ich noch mein kleines Baumhaus mit dem passenden Waldstück im Endeffekt davor, wo auch gegrillt werden kann und so weiter und so fort. Dann habe ich hier noch einen kleinen Piratenbereich, wo auch ein paar Flaschen im Wasser rumirren. Dann habe ich hier noch einen kleinen, ja, mehr oder weniger versteckten, spacigen Bereich. Leider gibt es da nicht so viel Deko. Also als die einzige Außendeko im Endeffekt, die man hat, sind diese Raketen. Deswegen habe ich die, ja, zwei Stück davon direkt reingesetzt. Die Innendekoration kommt übrigens noch. Also wer sich mal auf meine Farm verirrt, die habe ich jetzt übrigens für privat freigeschaltet. Also für alle von der Freundesliste erstmal. Wobei ich die streng genommen jetzt auch schon öffentlich machen könnte, weil ja, es ist jetzt mittlerweile nichts mehr, was man jetzt groß... Naja gut, die beiden Streifen hier oben, beziehungsweise drei Streifen, da bin ich noch drei Sachen. Einmal die Erdbeeren, die Auberginen und die Kürbisse. Die bin ich hier noch am Anpflanzen. Da ist es mir ehrlich gesagt lieber, wenn die nicht abgeerntet werden. Ist aber nicht so schlimm, weil ich weiß, welche drei Sachen ich hier angepflanzt habe. Also ist es nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal. Ja, dann habe ich noch einige Sachen. Also hier bin ich jetzt gerade noch das Lehmhaus zum Beispiel am Bauen. Aber wie gesagt, ich bin es noch am Bauen, das ist noch nicht fertig. Es kommen auch noch ein paar andere Häuser. Hier habe ich das Steinhaus, nennt sich das. Also ich nenne es immer das alte Bauernhaus, mehr oder weniger. Dann gibt es ja noch so ein Bauernfarmhaus, sage ich mal, das muss ich noch bauen. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich zusammen machen, so ähnlich wie das mit dem japanischen Bereich da hinten ist. Und werde dann so eine richtige Bauernhoffarm drumherum machen. Das Wikingerhaus habe ich hier noch, da kommt natürlich noch das Wikinger-Schiff und alles hin. Das hier sind noch die Reste. Da fällt mir ein, ich könnte die eigentlich endlich mal wegmachen hier. Da müsste ich dann gleich mal ein anderes für machen. Ich weiß, sowas mache ich jetzt nicht gerne oder ja halt sehr ungerne, wenn ich eine Aufnahme mache. Aber wenn ich das gerade schon mal sehe, ist es besser. Ich mache das mal eben und vergesse das nicht, weil die vergesse ich schnell. Das hier natürlich nicht. Das ist noch, ja, der Rest, der jetzt hier noch steht, von einem der zwei Helfer, die hier oben waren. Das kommt natürlich auch noch weg, weil die Kleinen braucht ja keiner mehr. Bei denen bin ich mir nicht sicher, bei den Zapfsäulen. Eventuell, ich lasse die erstmal hier stehen, eventuell könnte ich sie irgendwo, wo nicht so viel Platz ist, mal dazwischen quetschen. Oder ich stelle sie einfach
dahin, wo normalerweise ja eine Tankstelle hinkommt. Ich bin mir noch nicht sicher. Ach, den Brunnen sehe ich jetzt gerade. Den könnte man eigentlich wunderbar, wunderschön hier zum Schloss hin machen. Ich mache das einfach mal so als Erinnerungsstütze. Ich war mir übrigens nicht sicher. Also auf dem Bild ist es ja so, dass das ein normales Schloss ist, soweit ich weiß. Hier, genau, dass das ein normales Schloss ist, also sprich mit Gras drumherum, wobei man natürlich ja immer Gras drumherum haben sollte, auch wenn es ein Wasserschloss ist. Ich habe es aber damals mal so gemacht, dass ich so einen Wassergraben drumherum gebaut hatte, dass das so ein Wasserschloss ist. Ich denke aber, dass ich das in diesem Fall wirklich so machen werde, dass ich ein normales Schloss daraus machen werde. Das heißt, ich werde das dann hier wegmachen. Ich könnte es eigentlich jetzt schon mal wegmachen, weil, ja, es ist. Achso, man sieht es ja auch hier, dass es Gras ist. Was rede ich denn hier? Ich werde das dann so lassen und werde dann gucken, dass ich hier vielleicht ein paar Rehe, Hirsche oder ähnliches noch reinsetze. So ein paar vereinzelte zumindest und ein bisschen Wald und so. Deswegen habe ich das direkt hier beim Baumhaus hingestellt, weil dann da auch noch so ein bisschen Wald ist. Und ich denke, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass ich dann hier oben wahrscheinlich in dem Bereich irgendwo den Bereich mit dem Bauernhof machen werde. Ja, ein bisschen was haben wir von den Sachen, die wir brauchen, auch schon. Also wie gesagt, das Lagerhaus, das hatten wir, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das in der letzten Folge schon hatten, aber ich habe das schon ein bisschen länger. Hier diese Ölpumpe, die dafür sorgt, dass wir. Oder dass alle, die hier auf der Farm sind, mehr Benzin bekommen, wenn die auf so eine Tankstelle klicken. Dann habe ich hier schon mal. Ist ganz schön teuer geworden, aber eins machen wir noch. Dann habe ich hier schon mal eine Baumschule hingestellt. Unter dem Ziel, dass der die Gummibäume hochmacht. Also standardmäßig haben die Gummibäume. Ich glaube, vorher mal drei gehabt, drei Edelsteine. Es ging, meine ich, bis sieben oder so hoch. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, der ist jetzt auch schon Level 111, also ist schon sehr, sehr hoch. Und mit dem Leveln und auch mit der Baumschule habe ich jetzt schon 10 Edelsteine, die ich jetzt pro Baum bekomme. Und deswegen habe ich erstmal die Baumschule hingestellt. Wenn ich durch bin, dass ich die Häuser gebaut habe, die restlichen, die man halt eben noch mit der Medaille bauen muss. Und die. Ah nee, die hatte ich schon gebaut. Hier diese schwarzen Tulpen. Aber ich würde gerne noch den Oregano eventuell erstmal voll machen mit Sprenglern. Wenn ich das dann alles habe, dann würde ich gerne weitermachen. Wird dann hier die ja, Blumenschule, heißt das nicht, aber das gleiche mit den Blumen machen und später dann auch Teich und so weiter und Felder und alles. Das kommt dann alles hier so daneben. Ja, im Eingangsbereich ist alles, was für mich persönlich wichtig ist. Hier die Gewerkschaft steht hier. Die habe ich ja, glaube ich, im letzten Video schon mal gezeigt, dass ich sie bekommen habe. Endlich, endlich eine Stelle, wo ich mit einem einzigen Klick all die Leutchen, die für mich arbeiten, hier bezahlen kann. Es ist wirklich eine immense Unterstützung für mich, muss ich sagen. Dann fand ich das ganz schön, hier im Eingangsbereich so ein paar Springbrunnen reinzumachen. Gut, die Springbrunnen selber finde ich jetzt nicht so unbedingt schön, aber ich fand es halt schön, dass auch so ein bisschen Bewegung drin ist mit dem Wasser und so. Die Pfandleihe, die ist natürlich auch noch ganz wichtig für den Eingangsbereich. Dann hier der Bereich, wo wir ja musizieren können, wo ihr musizieren könntet. Den habe ich hier. Dann habe ich hier noch einen Bereich, wo man theoretisch einen Kuss abholen könnte. Wobei das jetzt gerade sehr geil aussieht, weil ich die gleiche Haarfarbe habe wie das Teil, fällt mir gerade auf. Das sieht schon ganz cool aus. Ja, und hier habe ich dann nochmal eine Bank, wo man sich dann hinsetzen kann und den Blümchen beim Wachsen zusehen kann oder ähnliches. Dann vom Eingangsbereich, und deswegen mache ich den Eingangsbereich auch immer hier in der Nähe. Da sind grundsätzlich bei allen meinen Farmen, soweit ich mich erinnern kann, zumindest bei allen Farmen, sind immer die Tulpen in der Nähe und alle Blumen, wie man hier auf der Übersicht sieht, die ja viel Geld und auch viele XP bekommen. Also hier ist der Eingang, beziehungsweise hier ist der Eingangsbereich und hier in dem Bereich bis,
Ich weiß gerade nicht mal, welche Blumen das hier sind. Ich glaube, das sind diese Bäumchen. Ich sag mal so bis hier oder auch, wenn man die Bäumchen mitzählt, bis hier. Das ist der Bereich, wo man halt eben gut XP bekommt. Deswegen immer direkt griffbereit für jeden, der reinkommt auf die Farm. Und das ist auch dann sehr oft so, wie ich es hier gemacht habe, das hier in der Nähe. Und da habe ich dann auch normalerweise immer ein Reiseziel, dass dann da die Sachen anfangen, wodurch man Edelsteine bekommt. Das sind die, die ich normalerweise als erstes mache. Ich habe jetzt schon diesen dämlichen Tee so oft abgeholt und der ist immer noch nicht auf Level 6 und ich kann immer noch keinen anderen Tee machen. Deswegen muss ich da leider noch was mit warten. Aber ich habe schon mal angefangen, hier die anderen Edelsteinblümchen zu machen. Und hier sind diese ganzen Eventsachen. Da fehlt mir mindestens eins, fehlt mir noch. Ich weiß nicht, von welchem Event das gewesen ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass das dieses Jahr schon gewesen ist. Und man kann es auch nur während des Events pflanzen. Das sind auch noch mal, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, so viel wie der Löwenzahn oder so, so um die 20 Stück, meine ich, waren das, die man noch mal setzen kann. Dafür habe ich dann hier die drei Felder freigelassen. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen am Überlegen, weil theoretisch, wenn die drei Felder frei sind, wäre jetzt hier ein Weg und ich könnte hier theoretisch jetzt nochmal einen Streifen machen. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal angefangen, ein riesiges Feld zu machen, wo ich dann ja immer meine Medaillen im Endeffekt herkriege. Auf der anderen Seite, ja, ich sehe gerade, auf der anderen Seite würde das aber jetzt nicht hinhauen, deswegen habe ich das nicht gemacht. Jetzt weiß ich es auch wieder. Hier auf der Seite kommt nämlich hier nochmal ein Weg hin, wobei ich die wahrscheinlich erstmal umdrehen werde, weil es ist sehr unlogisch, dass die Richtung Fische zeigen. Es wäre doch logischer, wenn man hier übers Feld läuft und vielleicht hier was kaufen möchte, dass man dann sozusagen von dieser Seite hier ankommt zum Kaufen und dass dann die offene Seite zu den Fischen geht, weil das ja die Seite ist, wo die dann die Fische auch eben rausholen. Thema Fische, alles läuft über meinen fleißigen Helfer hier, wo mir gerade auffällt, dass ich den Reis noch nicht überall voll gemacht habe dazwischen. Das müsste ich gleich auch mal machen. Also der fleißige Helfer ist wie immer für den Reis da und ja, ist mit allem soweit verbunden. Also alle Fische sind voll ausgebaut. Das können wir hier auch nochmal sehen. Die sind alle miteinander verbunden, beziehungsweise die letzten vier sind verbunden nach hier oben. Dann das ist nochmal ein Kasten, der hier reingeht. Dann habe ich hier drei einzelne, die man halt nicht miteinander verbinden kann. Habe, nee, Moment, einen einzelnen und die zwei kann man nur miteinander verbinden. Das heißt, da kommt auch einer rein. Hier den. Das geht bis hier oben. Und da liegt das schon im Hintergrund auch los. Den habe ich verbunden und das Restliche ist dann hier oben, dieses ganze Stück. Die sind dann auch damit verbunden. Ja, und der ist sehr, sehr fleißig. Der ist den ganzen Tag mehr oder weniger nur am Arbeiten. Sobald ich das dann noch erweitert habe, werde ich den Narwal auf jeden Fall noch ein bisschen länger machen. Da muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Weil der halt eben auch Edelsteine bringt. Und Edelsteine kann man ja bekanntlich nie genug haben. Also Geld kommt doch recht gut, recht viel rein. Aber Edelsteine, naja, kommt zwar natürlich auch gut rein, aber es dauert natürlich trotzdem. Ne? Der Barsch hier ist meines Wissens nach, nee, genau, ist nämlich noch nicht ganz ausgebaut. Genauso wie der Neonsammler. Also da kann ich noch sechs Teile nach hinten reinmachen hier, sobald ich das Feld hier mal freigemacht habe. Das sind übrigens beides Eventfische. Das heißt, die werden leider zwischendurch dann auch mal nicht geangelt. Ist ein bisschen nervig, aber ja, was auch immer sich die Entwickler dabei gedacht haben. Hier unten hört mein Bäumchenfeld auf. Da fehlen mir noch drei Bäume, glaube ich. Dafür muss ich aber noch diese weißen. Jetzt muss ich doch mal eben nachgucken. Genau, drei Bäume fehlen noch. Der weiße Magnolienbaum. Der muss noch fünf Level hochgelevelt werden. Das dauert und dauert und dauert, bis ich jetzt überlegt habe, nach keine Ahnung wie vielen Tagen, die ich gespielt habe, dass ich mir einfach die zwei Leutchen, die ich noch habe, hier unten reinsetze und die dann automatisch die beiden Bäume, die gelevelt werden müssen, hochleveln können. Ja, hätte ich natürlich auch früher drauf kommen können, aber bin ich nicht und deswegen ja, dauert es halt hier noch so ein bisschen länger. Zwei bekomme ich übrigens noch, da muss ich mal schauen, was ich mache. Da ich ja so
nichts mehr habe, wofür ich den bräuchte, werde ich die wahrscheinlich mit hier unten noch einsetzen. Also, dass ich vier Springer habe sozusagen, die hier unten stehen, mit denen ich links anfange. Also einer bleibt immer links stehen dann. Der wird so lange hier links abernten, bis dann die Teile, also die Bäume, die hier sind, sprich die vier, glaube ich, eventuell noch der fünfte. Nein, den fünften kriegt er, glaube ich, nicht mehr. Bis die alle auf 250 sind und dann springt er jeweils zum nächsten freien Feld rüber. So habe ich mir das gedacht. Hier ist ein Einzelner, der sich um die Eventbäumchen kümmert. Ich weiß gar nicht, warum ich da eigentlich zwei für eingestellt habe, weil selbst der ist noch nicht voll, wie ihr hier sehen könnt. Also was ich mir da bei der anderen Farm gedacht habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wobei der, glaube ich, auch da hinten die Edelsteinbäumchen mit abgeerntet hat. Aber so fand ich es okay. Also so werden die Eventbäume automatisch abgeerntet und dann ist das gut. Hier muss ich noch ein bisschen auffüllen zwischendurch. Da werden alle natürlich irgendwann voll sein. Ihr seht jetzt hier auf dem Bild, hier ist noch nicht alles hundertprozentig voll. Das werde ich gleich offline nochmal nachholen und werde dann halt ein paar Minuten länger warten müssen auf die nächste Erweiterung. Und hier habe ich es leider noch, dass ich die Geldbäume noch hier drin habe. Die tausche ich definitiv auch gleich nochmal aus, damit ich dann zwei volle Felder hier von den... Wieso habe ich da eigentlich einen Streifen dazwischen gelassen? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Das war auch sehr intelligent von mir. Gut, bei dem anderen habe ich auch einen Streifen dazwischen gelassen. Naja, kann man jetzt so lassen. Ist jetzt so gesehen nicht schlimm. Wobei das natürlich, ja, anders ein bisschen platzsparender vielleicht wäre. Muss ich mal schauen, wie das jetzt von rechts hinkommt. Das werde ich auf jeden Fall auch gleich noch ändern, dass ich hier die Gummibäumchen habe anstatt die Geldbäume. Ich lasse es jetzt aber über den Winter noch laufen, dann kann er die zumindest noch abernten. Ziel ist es insgesamt, ja, also hier oben habe ich schon sehr viel gebaut. Und im Endeffekt habe ich bis hier unten noch Platz, also ungefähr bis zum Streifen hier. Und so viele Häuser habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Also ich werde hier unten auf jeden Fall noch was zum Porten hinstellen, damit ich nicht alles hier durchlaufen muss immer, sondern von oben nach unten mal durchporten kann, wenn ich dazu ein spezielles Haus möchte. Ich denke, dass ich dann hier komplett durchziehen werde mit den Häusern, dass das hier so ein bisschen kastenmäßig zu ist. Hier werden ja die Fruchtpressen bis unten durchgezogen. Das heißt, ich muss mal gucken, wo ich die Bienenstöcke hinstelle. Die muss ich auf jeden Fall noch hinstellen. Eventuell werde ich das hier unten noch machen, mal sehen. Und dann habe ich ja noch, obwohl, ja, eigentlich müsste ich es hier oben machen, weil zum einen habe ich hier dann einen schönen Port, wo man hin könnte, und zum anderen ist hier sowieso blockiert. Genau, ich werde dann hier oben die Bienenstöcke hinmachen. Da werde ich ja auch nicht zu knapp, ja, von hinsetzen. Und ich habe vor, hier unten, glaube ich, das komplette Feld mit den schwarzen Tulpen voll zu machen. Und ich denke, dass ich dann hier das Feld irgendwie bis hier durchziehen werde oder so und das dann alles mit Gerberas voll machen werde mit der Zeit. Da habe ich immer so ein Riesenfeld und dann habe ich trotzdem hier oben noch ein großes Feld, wo ich noch ganz viel Platz habe. Und ja, das finde ich einfach. Habe ich jetzt alles gezeigt? Ja, soweit. Wie gesagt, also hier oben, das werde ich jetzt noch auffüllen. Gerade die Sachen, die man halt abernten kann, die werden heute noch aufgefüllt. Und die restlichen, das sind übrigens die Gerberas, was ich meinte. Eins habe ich nämlich, was schon fertig ist, aber die anderen halt nicht. Und da wollte ich warten, bis dann alle fertig sind und dann einmal den Streifen komplett durchmachen. Ja, dann habe ich euch soweit alles gezeigt. Es hat leider mal wieder ein bisschen länger gedauert mit dem Video, aber das seid ihr jetzt mittlerweile von mir gewohnt. Es wird sicher auch nicht lange dauern, bis die Blumen alle komplett dort stehen. Also im Moment weiß ich nicht, warum es so lange dauert, bis ich das Geld reinkriege, aber ich denke, es liegt auch daran, dass ich die Blumen auch noch nicht geerntet habe und so weiter. Oder dass ich jetzt gerade mal etwas über eine Stunde am Spielen bin. Für heute, das kann natürlich auch sein, weil die haben ja jetzt schon über 4 Millionen, ja, 4,5 Millionen rum heute schon eingenommen und das ist ja doch schon einiges. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und werde dann das nächste Video machen, wenn die Farm soweit wirklich komplett ist. Ich weiß nicht, ob ich dann warten werde, bis die ganzen Inneneinrichtungen mit da sind. Ich
denke ja. Dann werde ich euch die Inneneinrichtungen alle mal zeigen. Und ja, ich sag mal, hierzu muss ich euch ja nicht mehr allzu viel zeigen. Höchstens, wie das Ganze dann mit Deko aussieht. Bei den Tieren kommen überall noch Zäume drumherum. Und die Wege müssen halt noch gemacht werden überall. Die habe ich jetzt nur hier im Eingangsbereich gemacht, damit der schon mal schön aussieht, wenn man hier reinkommt. Die Tankstellen müssen noch überall hingestellt werden. Wobei das natürlich eine längerfristige Aufgabe ist. Also die werden wahrscheinlich noch nicht alle da stehen, wenn ich das Video mache. Genauso wenig wie die Sprenkleranlagen, weil das würde zu lange dauern, wenn ich jetzt darauf warten würde. Aber ihr wisst ja, mein Ziel ist es, überall Sprenkleranlagen zu haben. Und ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Feld komplett voller Sprenkleranlagen ist und dass die Blumen, die viel Geld geben, als erstes Sprenkler bekommen. Also quasi von rechts nach links durchgehend, ja, die Sprenkler hier überall installieren. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder vielleicht sogar auf der Community Farm selbst. Bis dann! Ciao!